50. Informationen haben wir drin. Der ULer hat abgestellt, ja, dann ist aber okay. Da gehen wir nochmal trotzdem nochmal. Also dann machen wir den Run-Up schnell hier, damit wir die nicht wegpusten. Also dann. So, 2000. Gut. Carburetor Heat checked. Magnetos left checked, beide checked, rechts checked, beide checked, idle. Flaps sind da. Fenster geht zu. Wir sind ready for takeoff. Okay, dann sag mal Bescheid. Jo. Delta Papa Echo ist abflugbereit, Rollhalt Piste 1-1, wir rollen auf und starten. Negativ, Delta 07 an der Position für die 1-1. Fahrwerk ausgefahren und verriegelt. 0 Grad mit 8 Knoten. Machen wir ein bisschen Platz. Hä? Da. Ah, da. Okay. Kommt der Segelflieger jetzt auf der Wiese rein oder auf der Asphaltbahn? Papa Echo, bitte wiederholen. Der Segelflieger ist noch nicht im Landeanflug. Aber wir warten. Die Papa Echo, wir lassen den Segelflieger natürlich vor, ne? Wir wollen nur wissen, ob der auf der Asphaltbahn landet. Der würde auf Asphalt landen. Der hat sich allerdings noch nicht gemeldet bei mir. Aber ich sehe ihn tatsächlich gerade reinfliegen. Okay. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich glaube, wir rollen noch ein Stückchen rein, damit er ein bisschen Platz hat. Ja, gut. Ja. Gut. Ja. Passt. Wie rollt er dann ab? Der kann ja gar nicht abrollen, ne? Naja. Sollen wir dann so. Erstmal vor der Bahn warten? Ja, oder? Wir warten jetzt hier erstmal, ne? Ah, guck, der rollt ab. Ah, okay, alles klar. Delta 07, Funkprobe. Moment, warte mal, wir warten erstmal nicht, dass der jetzt durchdreht, der Türmer. Sagt, dass wir aufrollen und starten. Delta Papa Echo, wir rollen auf und starten. Das ist positiv, Wind 060 Grad, jetzt mit 6 Knoten. Vielen Dank nochmal für die Aufmerksamkeit. Der Flieger hat aktuell scheinbar keinen Funk. So, Airspeed is alive, Instruments all green. Und ziehen, jawohl. Nachdrücken. Jo. Gut. So, wir gehen jetzt stumpf hier über. Das ist jetzt ein geiler Abflug. Da muss jetzt echt mal ein bisschen gucken, weil das macht das mega Spaß. Oh, mit der Burg, das ist aber auch echt wirklich. Ja. Alles geil, ne? Hier, guck mal da drüben. Da. Das ist schön. Die Lichter gehen aus. Taxi Lights gehen aus. Speed lassen wir noch ein bisschen stehen. Und Flaps gehen rein. Gut. Type Rate positive. Jawohl, Speed ist da und wir ziehen. Jawohl, passt. Und immer schön geradeaus. Ja. So, rechts von uns Würzburg. Hübsch. Hübsch, ne? So, you have control, alles klar. I have control. Passt. Mal den Spaß von Herzog Aurach rein. 182 mit zwei Personen von X-Bach nach Weiden. Wir sind X-Bach gestartet um 5.1, haben eben Aschaffenburg gefahren. Oh ja, einer auf 10 Uhr. Ja. Und das ist der Echo Echo Kilo Sierra Radarkontakt 2800, Squawk bitte 4450, QNH 1026, Infos soweit möglich. Aber die Pullover ist ja schön warm von der Motorflugschule Egelsbach. Das ist angenehm. Sehr angenehm. So, da du ja fliegst, kann ich noch hin. Herrlich. Oh, ich kann die Füße ausstrecken. Ist das geil. I love it. Jetzt gibt aber Gas der Herr anders, ne? Jetzt gibt er hier Vollgas. Wenn man mal kann. Da vorne ist Kinzig. Ja. Ja, wir wollen ja auch pünktlich für unsere Hörer da sein, oder? Ja, das stimmt. Tupperware over Bavaria. Wir fliegen jetzt eigentlich immer schön der A3 entlang. Ja. Von Würzburg Richtung Nürnberg. Ja. Mit Highspeed. Also in Würzburg gelassen. Scheiße. Fuck. Aua. Kannst du mal ein bisschen ordentlicher fliegen? Alter, Verwalter, was machst du denn? Ich will ein Foto machen. Scheiße, hab ich voll verbummelt.
Delta Echo, Echo, Delta Papa, Langerloh, Weferplan, Ebelsbach, Kassel. Vorne muss ein Segelflieger irgendwo 1000 über uns sein. Einmal nördlich von uns, ungefähr 1000 höher, also der wird irgendwo unter der Basis sein. Der Deko Hotel ist der Max, Sie können dann umschalten auf Lange 128950. Das ist ja meine Cola eigentlich. Der Deko Hotel einschalten auf 128950, vielen Dank, tschüss. Der Mike Bravo Yankee Hotel, Sie können bitte umschalten auf Lange 119825, gut bei der Flug. Ja, ich schalte mal auf 119825, dankeschön, danke fürs Zuhören. Gerne. Break November 422 Delta Romeo. Weißt du, was zu trinken haben? Nein, nein, nein. 29er, das ist mal 875. Gut, Flight. November Delta Romeo 112. Da vorne sehe ich was, vor der Wolke. To confirm, ungefähr 11, 12 Uhr Position. 129er, 875. Jetzt nur im Blauen. Von uns weg. Ist in meiner Tasche, wenn du Hunger hast. Aua! Mann! Aua! Was du? Das war einmal das Kabinendach. Ja. Mann, wir dürfen den Flieger nicht kaputt machen, der gehört uns nicht. Oh, Himmel. Sag das mal der Thermik. Aua! Was haben wir noch? 10 Minuten, sagst du? Ja. Gott, alles klar. Westlich. Um Platz. So, gut, geht los. Herzog Aurach Radio, schönen guten Morgen, Delta Echo Romeo Papa Echo. Delta Echo Romeo Papa Echo, Herzog Aurach hört. Herzog Aurach Radio, Delta Echo, Romeo, Papa Echo, eine Cessna 172, zwei Personen VFR aus Echo Delta Foxtrot Whiskey. Wir sind 10 Minuten westlich vom Platz zur Landung. Wir haben die Piste 07 in Betrieb, das Korn heißt 1024 und zwei Maschinen im Anflug. Betriebspiste 07 und das QNH 1024 und zwei Maschinen in der Platzrunde. Ach, dann ist, ah ja klar, das steht ja auch drüber, Traffic Pattern, 1900 Fuß MSL. Ja, schön. Wenn man lesen kann und auch die gelesene Information geistig festhalten und verarbeiten kann, dann ist man auf einem richtig guten Weg, ne? Dann hat man schon ein paar Vorteile gegenüber anderen. Definitiv, richtig. So schaut's mal aus, nicht wahr? Ja, lass das jetzt bitte. Nee. Wir fliegen jetzt wie auf Schienen. Was? Wir fliegen wie auf Schienen. Jawohl. Das läuft. So, ich glaube, wir müssen nochmal runter nach vorne. Na, 3,5, das passt. Wir können ja trotzdem schon mal 1900. Ja, sitzt halt zwischen den Windrädern da noch drüber. Ja, ja. Die zieht jetzt gleich. Obwohl, da haben wir noch Platz zu der noch. Der Platz müsste ungefähr bei diesen großen Hallen da hinten sein, wo der Wald aufhört und dann die großen Hallen dahinter sind. Die Hallen hier vorne. Delta Oscar Papa, danke für die Unterstützung. Ach, ich komm mal wieder mit nach vorne. Gehen wir runter. Nochmal. Da unten sind drei weiße Vögel. Das sind bestimmt, wie heißen die? Ja, Schwäne, genau. Drei Schwäne. Die sind aber, die haben eine Wasserlandung gemacht. Ist das gerade, nee, ist ein Asphaltplatz, ne? Ja. Also mit Sonnenbrille ist scheiße, ohne Sonnenbrille ist scheiße.
bin mal gespannt, ob wir heute in Zell am See rauskommen. Ja, das wird spannend, was wir jetzt als nächstes machen. Ja. So, jetzt bringen wir den Türmer mal ein bisschen zum Schwitzen. Die Papa Echo ist im rechten Gegenanflug auf die Piste 26. Und alle unten hören mit, ne? Ja. Oh! Delta Echo Romeo Papa Echo ist im Gegenanflug auf die Piste 07. Delta Echo Romeo Papa Echo, verstanden. So, ich mach dir mal die Landelichter an. Die Taxi-Lights, du gibst ganz richtig Feuer, ne? Ja. Kriegst du einen Angriff, oder? Ja, weil wir sind ein bisschen tief geworden jetzt durch meine Kurve. Ja, und zack, das ist ja nicht schlimm. Delta Papa Echo im Link-Queranflug, Piste 07. Da ist die Marke. Verstanden. Wie gut, dass du das auf dem Simulator alles schon geflogen bist. Ja, ja, froh. Manchmal macht das Sinn, ne? Manchmal, Mann, ja, das macht euch immer Sinn, haben wir ja schon drüber gesprochen, ne? So, Flaps 20. Möchtest du Flaps Full oder Flaps 40? 30 oder 40? Oh, 30 ist 30, okay, alles klar. Wenn du sie mit 30 landest, würde ich sie zweimal schwanzlastig trippen mit dem Rad. Okay. Du darfst jetzt aber auch gleich übernehmen. Okay, alles klar. Dann möchte ich Flaps Full. Delta Papa Echo im Endanflug, Piste 07. Der Wind 0906 Knoten. So, I have control. You have control. Du bist mit drin? Ja. Gut. Fühle. Bitte? Ich fühle. Ich fühle. Was fühlst du? Alles. Ich fühle alles. Das ist aber nett hier, ne? Warum? Das ist aber nett. Habe ich dich doch eigentlich ganz gut hingesetzt dafür, ne? Ja. Das war aber nix. Also auch aufs Radio, die Delta Mike Zulu Oscar Delta. Aber Charlie ist schon da. Delta Mike Zulu Oscar Delta, hat's in Aurach gehört. Delta Oscar Delta. Vier Meilen im Westen zur Landung. Ist verstanden. Piste 07 in Betrieb, QNH 1024. Frage, wie viele Leute sind an Bord und wo kommst du her? Wir kommen aus Elf, Echo Delta Fox Yankee und zwei Personen. Maschine an UL. Jawohl, verstanden, danke. Delta Papa Echo, Servus in Herzogenaurach, was hast du denn vor? Delta Papa Echo, wir möchten uns hier gerne abstellen, wir treffen hier jetzt einige Fliegerkollegen. Gut, Hammerskopf wird aufgeholt, also die Landung war ja echt für den Arsch. Du meinst die zwei? Die zweite war für den Arsch. Müssen wir jetzt noch zweimal bezahlen, oder? Nein, jetzt gar nicht. Na, guck mal, hier ist ordentlich was los. Ja. Guck mal, Charlie ist ja schon da. Ja, ja, habe ich doch schon gesagt. Ach so. So, muss ich schon rum? Kann ich schon rum? Soll ich schon rum? Noch, noch ein bisschen. Ah, jetzt passt. Landing lights off, taxi lights off. Checked. Avionics off. Avionics off. Mixture cut off, ignition off. Bridge off. Checker! Beacon light.